Kurfürst und Erzbischof Clemens August von Köln ließ im Emsland eines der schönsten Jagdschlösser des deutschen Spätbarock erbauen. 1747 wurde die architektonische Besonderheit in Form eines Jagdsterns fertiggestellt. Clemens August war selbst leidenschaftlicher Falkner. Sein Jagdschloss in Sögel bietet im Oktober 2008 einen passenden Rahmen für die internationale Falknertagung des Deutschen Falkenordens, DFO. Aus aller Welt kommen Falkner mit ihren geflügelten und vierbeinigen Jagdpartnern. Die Landesgruppe Niedersachsen des DFO richtet diese Tagung für ihre internationalen Gäste aus. 75 Beizvögel sind zu sehen. Und im Laufe der 4 Tage werden an die 1000 Besucher erwartet. Ja, da kann die Falken baden und dann kann die Falken baden und was sagt man in Deutsch? Get ready for the flying later. Okay. Ja. Alle Arten von Greifvögeln sind vertreten. Wanderfalken, Gärfalken, Habichte, Harris Hawk, Steinadler, Kampfadler und einige mehr. Ein Habicht, ein sibirischer. Jede Greifvogelart hat ihre Besonderheit und hat sich in den meisten Fällen auf eine Beute spezialisiert. DJZ-TV hat am ersten Tag eine Gruppe Falkner begleitet, die mit Wanderfalken auf Enten und Fasane beizen wollen. Wir lernen auch die jüngste Teilnehmerin der Beizjagd kennen. Annalena ist mit ihren 3 Jahren schon an das Tragen eines Falken gewöhnt. Die Falknergruppe fährt als erstes zu einem Entengewässer mit anschließenden Senffeldern. 2 Falken haben viel Erfahrung mit dieser Wildart. Die feinnasigen Pointer haben nicht die besten Nerven, aber hervorragende Vorsteheigenschaften. Und wenn dann, ich weiß nicht, wie lange der Gerd Gerzen, selbst erfahrener Falkner, ist heute Jagdleiter. Hier sofort. Der Falke wird als sogenannter Anwarter geflogen. Das heißt, er wird entkappt und fliegt dann ringholend über dem Falkner, um Höhe zu gewinnen. Von oben beobachtet er genau den Falkner und die Hunde. Der Falkner versucht dann, das Wild hochzumachen, damit der Falke es in der Luft greifen kann. Während die Kamera versucht, dem Falken zu folgen, fliegt am Teich eine Ente hoch. Der Falke schlägt die Ente runter und greift dann noch einmal nach. Dann passiert etwas Unerwartetes. Ein Bussard erhebt ebenfalls Anspruch auf die Ente. Die Gefahr, dass sich die beiden Vögel verletzen, ist groß. Aber Gerd kann die beiden trennen. Der Bussard macht sich aus dem Staub und der Falkner betrachtet voller Sorge seinen Wanderfalken. Der scheint aber unverletzt. Auf den Schreck gibt es erst einmal etwas zu essen, das nicht von einem Falken erbeutet wurde. Wildschweinsalami. Im Kreis sehen Sie einen Wanderfalken, der gleich eine Ente anjagt. Die potenzielle Beute sieht man nicht. Man kann aber erahnen, mit welcher Geschwindigkeit und Eleganz die Vögel jagen. Der Vogel hatte keinen Erfolg und wird vom Falkner mit einer Taube gelockt. Was hat der Falke jetzt gejagt? Können wir sehen? Zum Schluss waren das Krieghennen.
Ah, die Rechte, wir haben die gesehen, ja. Genau. Von angejagt, oder? Angejagt hat er zuerst die Wildenten, die Stockente. Manche Zuschauer können die ganze Aufregung gar nicht nachvollziehen. Bei Wanderfalken sind im Sturzflug schon Geschwindigkeiten von über 300 Kilometern pro Stunde gemessen worden. Der Falkner lockt den Falken zu sich, indem er ein sogenanntes Federspiel schwingt. Ein Federspiel ist eine Art künstliches Beutetier, auf das ein Stück Fleisch gebunden wird. Auf diesem Federspiel wird der Falke immer wieder geatzt, also gefüttert. Falkner und Zuschauer müssen geduldige Menschen sein.